Wie man sieht, sind Oldtimer und hier besonders der Fokker 3-Decker nicht immer problemlos zu fliegen. Und das Fliegen landen heißt, beweisen die Aufnahmen der Chibis. Bei einem Gleitwinkel 1 zu Plumps, da sollte der Motor bis zur Landung seinen Dienst tun. Zum Pilot. So. Da kannst du schön Mathe neilegen, Junge. Oh, was ein Geräusch. Ah, ist da wieder ganz, guck mal. Das könnte was anderes probieren, ne? Ja, und auch Kleinvieh macht Mist. Hier der Horrorflug 117 der Aeroleut.
Auch Könnern unterlaufen Fehler. Hier der Beweis. Das Rad ist weg. Und nun kommt die Landung. Autsch, das tut weh. Spurensicherung ist sofort am Unfallort. Nur durch Ziehen gewinnt man Höhe, oder? Wieder hilft nur das Einsammeln. Was? Ja? Es ist ganz hilfreich, wenn der Spornrad der Belastung gewachsen ist. Junge, das gibt's doch nicht. Aber auch das Bugrad sollte halten. Besser geht's mit eingefahrenem Fahrwerk. Die Leute, die dort stehen, melden versucht haben, dass die Maschine umrundet hat und die Säule schon abgedreht hat. Eine Spannweite von 2,71 Meter. Die schnelle Nemesis fliegt auch mit stehendem Motor. Nicht. Kommt der Motor nicht? Nee, der Motor gibt. Ja, das gibt eine Außenlandung da drauf. Zumindest beim Start sollte der Motor schon durchlaufen.
Hier hilft nur eins, Räder sichern. Nur ein Wasserflugzeug kann auf das Fahrwerk verzichten. Wieder streikt ein Motor. Vorbeiflug in Ameisenkniehöhe. Was ist drauf? Ja, und manchmal sind die Ameisenknie eindeutig zu niedrig. Und wieder einsammeln. Entweder ich fliege tief oder ich lasse es bleiben. Ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Wie ein Fuchs auf Abwägen. Ach, Scheiße, hast du meine Scheibe kaputt gemacht.